Nach 1,5 Jahren gibt's mal wieder eine neue Folge von den Salat 3 News. Heute mit einem ganz besonderen Thema. Herr Newstime würde es Rechtsstreik nennen. Ich nenne es komisch. Es gibt zuerst eine kleine Zusammenfassung. Viele von euch kennen das Thema zwar schon, aber ich wollte es nochmal bearbeiten. Luca hat eine neue Pizza rausgebracht. Ja, ich weiß, Schock für alle, aber das ist nicht das Thema. Die Luca Pizza 2 hat nämlich auf der Rückseite ein Bild von Luca, auf dem er die Doppelpiece-Pose macht. Wie jeder von uns weiß, ist das die Pose und das Markenzeichen von Tanzverbot. Und ja, es ist nicht nur das Markenzeichen, sondern auch die eingetragene Marke von Tanzverbot. Ja, ihr habt richtig gehört, Tanzverbot hat schon vor etwas längerer Zeit Doppelpiece als eine eingetragene Marke veröffentlicht. War zwar ein schlauer Move, aber ich verstehe es nicht genau. Aber er war schlau. So wie man es halt von Tanzverbot gewohnt ist. Okay, zurück zum Thema. Luca hat die Luca Pizza 2 veröffentlicht und ja, sie ist schwarz. Aber nicht im rassistischen Sinne. Wie bereits gesagt, ist auf der Rückseite der Verpackung Luca zu sehen in der Doppelpiece-Pose. Und Tanzverbot bekam das mit. Er reagierte energisch auf Twitter mit den Worten: Doppelpiece ist eine eingetragene Marke und ich werde jetzt schauen, was ich dagegen unternehmen kann. Darauf machte sich Luca in einem separaten Video über die Vorwürfe von Tanzverbot lustig. Doch wer kann dazu besser etwas sagen als Tanzverbot selbst? Deswegen jetzt hier in der Leitung Tanzverbot. Hallo Tanzverbot. Jo Leute. Wie reagierst du zu Lukas Video? Ich bin mega abgefuckt. Wie, so schlimm? Wie geht dieser Typ? Mir geht... Mann, Alter! Denkst du, dass Luca irgendwie im Recht ist? Nichts da! Manche sagen, dass Luca komplett im Recht ist und nichts an diesen Vorwürfen war es. Was sagst du dazu? Das hat nicht genau meine Frage beantwortet, aber danke für das Interview, Tanzverbot. Ihr habt es gesehen, Tanzverbot sieht sich eindeutig im Recht. Und wir kommen zum nächsten Thema. Julian Bam wird Rapper, nachdem er Catfish, den Pool-Song Mach die Robbe und Meine Ex-Freundin veröffentlicht hat, sind wir uns ziemlich sicher, dass noch ein Song kommen wird. Dieser existiert zwar noch nicht, aber wir sind uns ziemlich sicher. Meine Theorie ist, dass Julian Bam mit dem Catfish-Song beschrieben hat, wie er seine Freundin kennengelernt hat, sie sich allerdings dann getrennt haben, er Ablenkung gebraucht hat und Mach die Robbe veröffentlicht hat. Durch den ganzen Internet-Hype konnte er dann seinen Pool fertig bauen und dann endlich hatte er die Kraft, um zu erzählen, was mit seiner Freundin passiert ist und endlich Lebwohl zu sagen. Diese Theorie ist allerdings noch nicht ganz bestätigt worden. Bibis Kind ist endlich da! Diese Information kommt zwar ein wenig zu spät, aber besser spät als nie, oder? Und außerdem brauche ich ja noch einen Titel für dieses Video, oder? Jetzt seid ihr gefragt, wie gerechtfertigt findet ihr diesen Beef zwischen Luca und Tanzverbot? Wie soll Julian Bams nächster Song heißen? Und geht es Bibis Kind gut? All das schreibt mir bitte in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei den Salat 3 News. Guten Abend!